Lumos. Ach, das ist der fucking Würfel draußen, lul. Revelio. Lumos. Das war's schon wieder? Hä? Nicht mal eine fucking Truhe. Wo kommt die? Ah. Okay. Revelio. Ich weiß nicht, wofür diese Plattformen sind, aber ich aktiviere die einfach alle. Revelio. Ja, mit Revelio kann sie wirklich gefühlt alles sehen, ne? Da ist noch irgendwas. Ah ja. Contringo. Revelio. Was macht die Verbesserung? Macht die tatsächlich einfach das Tempo höher? Ist es wirklich das, was es macht? Weil der Besen fühlt sich jetzt nicht irgendwie schneller an oder so? Nicht unbedingt? Zumindest? Zweifellos schon lange verlassen. Oh. Revelio. Contringo! Aha. Okay. Was macht das? Das soll irgendwas verstärken, laut dem Kollegen. Revelio. Aha. Vingardium Leviosa. Revelio. Ach du meine Fresse, schon wieder so eine hässliche. Contringo, Lazio, Accio.
Huch! Was? Wo? Ey, Digga! Also! Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Also, Digga, manchmal, ne? Ach hier. Ingardium Leviosa. Revelio. Warte, was? Akio. Confringo. Talente. Genau, dass wir allen Schaden zufügen, die verflucht sind. Yes, let's go. Inwiefern bin ich jetzt stärker? Weil ich dieses Sprudelding gefunden habe. Die meinten irgendwie, man wird damit stärker. Ah, und hier könnte man jetzt gucken, was deren Schwachstelle ist wahrscheinlich, ne? Ja, trifft sie mit Feuerzauber. Was ist die? Mächtigen Biss. Der Schildzauber zerbricht auf ein Ziel. Sinnvolle Verteidigungstaktik steht ausweichen, wenn sie sich bäumt. Mit Descendo nach unten. Ah, um sie zu überrumpeln. Boah, Digga, also für jedes Vieh hast du ja besondere Zauber, ne? Was sind die Strategie bei Trollen? Felsbrocken, damit er anfällig für Folgeangriffe. Okay. Hat das Hochschnellen der Keule mit Flipendo größeren Einfluss als gewöhnlich und schleudert die Keule da kraftvoll direkt in das Gesicht. Bruder, okay. Also es gibt für jedes Monster scheinbar eine Fähigkeit, ne? Einen richtigen Zauber, den es einzusetzen gilt. Crazy. Was will der denn? Ach so. Bei Raum der Wünsche sind wir immer noch bei Null, ne? Digga. Das sind unsere Raumverbesserungen, die wir haben, oder wie? Oder unsere Seiten, oder was waren da? Tiere. Okay, so viele Tiere gibt's gar nicht. Chaka, danke schön für die 56 Monate. Alter, oh nee, Digga, der Nate. Der Nate, heute brauchst du, Bro. Digga, ich hoffe, du genießt auch die Streams, Mann, wenn du schon so viel Support da lässt, ey. Heilige Scheiße. Vielen, vielen Dank, Mann. Ich hoffe, du hast auch genug Zeit, dir das Ganze anzusehen. So. Aha. Okay. Brauchen wir nicht. Ah, wir haben wieder Hausmarken, okay. Ja gut, aber warte mal. Ich meine, das ist doch das Ding hier, oder nicht?
Revelio. Contrinco. Warum öffnet sich das nicht? Revelio. Habe ich irgendwas übersehen? Ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Oh, das ist schon wieder so ein Ding. Rebellion. Nee, warte mal, das ist das... Hä? Warte, da drin war doch das eine Ding. Ach, das andere, es gibt noch eins. Oh. Ja, und jetzt? Hä, wie viele davon gibt es denn? Kann mich mal jemand aufklären? Ich raff's gerade nicht. Ich habe diesen Punkt da gefunden. Dann habe ich das aktiviert. Rebellion. Und jetzt war hier drin so ein Ding und da drin so ein Ding. Aber passiert es jetzt trotzdem nichts. Und das andere Türchen da geht auch nicht auf. So, da ist noch so ein Teil. Wie komme ich da rein? Schade, dass das niemand gesehen hat. Spuren alter Magie. 1 von 2. Okay. Was auch immer das jetzt gebracht hat. Ach du meine Fresse. Contrinco. Revelio. Der steht jetzt wieder hier. Hä? Raff ich nicht. Akir, Wingardium Leviosa. Hm. Komisch. Lumos. Reparo. Leviosa. Hä? Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Lumos. Das, warum hat das jetzt funktioniert? Okay. Revelio. Oh, lass mich raten. What the? Revelio. Okay, hier ist nichts drin.
Und hier ist auch nichts drin. Okay. Ich dachte, ich müsste Bombarder haben, aber scheinbar nicht. Der chillt jetzt wieder hier. Okay, whatever. Ich verstehe. Weil dann die Magie drauf wirkt, theoretisch, ne? Ich hätte gerne nochmal so einen Magiepunkt. Einfach damit ich zwei habe, damit ich sehe, was das bringt. Rebellion. Fische? Oh je. Der Moment, wenn fucking Wölfe zu stark werden für dich, ey. Aber die greifen halt auch immer... Die greifen halt auch immer an, wenn ich gerade was mache, ne? Ich kann keine Combo machen, ohne dass die nicht angreifen. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas mache ich falsch, dass so fucking Wölfe schwierig sind, sobald es 5, 6 sind. Weil die greifen mich alle gleichzeitig an und ich kann gar nicht zaubern. Ich kann auch gar nicht reagieren in der Zeit. Warte mal, hier ist das Ding, wo ich eigentlich hin wollte. Rebellion. Was ist denn das? Confringo. Akio, Lazio, Expelliarmus. Hinweis zu Wölfe. Was hilft? Ja, das Problem ist nicht, dass ich die Zauber nicht check. Wölfe sind sehr, sehr schwache Gegner, also diese Hunde. Problem ist nur, dass es viele sind und ich irgendwie nicht drauf klarkomme mit jedem Ausweichen. Ich meine, wenn es einer ist, guck mal, da machst du so. Und so. Und that's it. Das ist ja gar kein Problem. Aber wenn es 5 sind, dann grätscht dir jeder rein, während du eigentlich versuchst anzugreifen. Und du kannst dich halt auch nicht auf 5 konzentrieren, weil das ist halt unmöglich. Alohomora.
Alter, das war, das ist gar nicht einfach. Revelio. Lauter legendäre Dinge, ey. Also wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung, ob ich der Einzige bin, der damit struggelt. Eigentlich sind meine Reflexe jetzt nicht schlecht. Aber irgendwie struggle ich damit. Guck mal, wenn es einer ist. Juckt überhaupt nicht. Ist gar kein Problem. Ich weiß aber auch nicht, Glacio. Macht nicht wirklich Schaden, ne? Glacio! Du bist widerlich. Ah, okay. Das ist die Stärke von Glacio. Glacio macht keinen Schaden, aber mit Glacio kann ich Petrificus Totalus nachher machen. Okay. Das ist die Stärke von dem Zauber. Shiny Hippogreif, oha. Okay, aber den kannst du zum Beispiel nicht. Den kann man zum Beispiel nicht Petrificus Totalus. Dieser Frosch so passiv. Wann macht er seinen starken Angriff? Huch, da ist jemand gerade disappariert. Zum Habt ihr das gerade auch gesehen? What the hell? Repar. Ey, ich hab doch gerade repariert.
Ich bin doch nicht der Einzige, der gerade einen fucking Drachen gesehen hat, oder nicht? Hä, der Chat ist komplett still. Komm, Trinko. Lazio. Expelliarmus. Accio. Lazio. Komm, Trinko. Da ist einfach gerade... Da ist einfach gerade ein Drache vom Himmel gedroppt. Und hat sich einen Schluck Wasser genommen. Kleines Örtchen. Keenbridge. Ja, ich glaube, den haben wir gemacht, ne? Ja, krass, Alter. Heftig. Ah, hier ist die Olle. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, ja. Was verkaufen Sie? Zeig mal, was du hast. Wonach suchen wir heute? Na, du hast leider nicht, was ich will. Eine gute Wahl. Genau das hätte ich auch ausgesucht. Na gut. Dann gehen wir mal via Flohpulver zurück. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe einfach gerade einen fucking Drachen gesehen. Ah, Moment. Ich bin ja eigentlich wegen Madame Kogawas... Aufgabe hier, ich verdammter... Ich weiß schon wieder nicht mehr, warum ich hier bin, Alter. Imagine. Imagine, du spielst ein Open-World-Spiel, machst eine Quest und verlierst dich komplett in der Welt. Nein! Scheiße. Ich habe einfach einen Drachen gesehen. Genau so. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Okay, scheinbar geht das nur in der Nacht. Revelio. Ist das nicht normal? Einen Drachen sehen? Ich habe keine Ahnung, wie selten so ein Drache ist in so einer Welt. Revelio. Ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt trotzdem nicht allzu üblich ist, aber vielleicht auch schon. Moment. Yes! Genau das habe ich gesucht. Ich will nämlich noch einen zweiten haben.
damit ich weiß, was das macht. Jawohl. Accio. Vingardium Leviosa. Kannst die Nacht forcen? Ja, das weiß ich. Vielen Dank, Matze, für den Hinweis nochmal. Das habe ich tatsächlich gestern gemacht. Und buenos dias, freuen Sie. Ah, da drüben. Okay. Wie käme ich jetzt dahin? Ich meine, mit dem Besen? Klar. Aber sonst? Wenn Professor Fake das nur gesehen hätte. Sehr schön. Also, dieses Spiel ist definitiv ein Collectathon. Warten. Jawohl. Bis es Nacht wird.